Aus dem Bereich der Mathematik gibt es heute und hier wieder Neues von TeacherX und Co. Ja, nur keine Angst vor Textaufgaben oder wie kann man Textaufgaben einfach und mit Liebe lösen? Darum geht es in diesem Videopodcast. Wir wollen uns diesmal dem Einsetzungsverfahren etwas nähern und damit Gleichungssysteme lösen. Ja, dann brauchen wir zunächst erstmal eine Aufgabe und die haben wir hier. Eine Mutter ist heute 26 Jahre älter als ihr Kind und in 4 Jahren wird sie 9-mal so alt sein wie ihr Kind dann. Wo ist zurzeit der Vater? Oh mein Gott, jetzt habe ich die Aufgabe 2-mal gelesen und ich verstehe sie überhaupt nicht. Kann man eine solche Aufgabe überhaupt lösen? Ist das möglich? Ja klar, es geht. Wir schauen uns an, wie es geht. Also, wir müssen die Aufgabe zunächst nochmal ganz genau lesen. Am besten richtig unter die Lupe nehmen und die wichtigsten Wörter herausfinden. Also, eine Mutter ist heute 26 Jahre älter als ihr Kind und in 4 Jahren wird sie 9-mal so alt sein wie ihr Kind dann. Und dieses dann ist auch besonders wichtig, wir werden es gleich sehen. Nun stellen wir die Gleichungen auf für unser Gleichungssystem. Hier nochmal der Satz. Eine Mutter ist heute 26 Jahre älter als ihr Kind. Okay. Heute Mutter gleich Kind plus 26. Ja, okay, das geht. Dann brauchen wir die zweite Gleichung. In 4 Jahren wird sie 9-mal so alt sein wie ihr Kind dann. Und wir achten hier besonders auf das dann. Okay, in 4 Jahren Mutter plus 4, das sind die 4 Jahre, 9-mal so alt wie das Kind. Und eben in 4 Jahren, weil das ist ja noch ein bisschen hin, das ist dieses dann, das ist diese 4 in den Klammern. Und damit haben wir eigentlich 2 Gleichungen, nämlich Gleichung 1 und Gleichung 2. Und die können wir jetzt vereinfachen. Für Mutter schreiben wir M und für Kind schreiben wir K. Und jetzt sieht es auch schon ganz mathematisch aus. Ja, jetzt können wir die Gleichungen ineinander einsetzen. Und wir wissen ja, dass M gleich K plus 26 ist. Und in Gleichung 2 finden wir dieses M wieder und können für das M in Gleichung 2 schreiben. K plus 26 plus 4 ist gleich 9-mal Klammer auf K plus 4 Klammer zu. Und da unten sehen wir nochmal K plus 26 aus Gleichung 1 in die Gleichung 2 eingesetzt. Ja, jetzt können wir das lösen, indem wir auf der linken Seite die beiden Zahlen addieren und auf der rechten Seite müssen wir die Klammer ausmultiplizieren. Und jetzt können wir es ganz normal lösen. Über die roten Befehlsstriche sehen wir dann auch, was wir tun. Und unser Ergebnis lautet K ist gleich minus 0,75. Und da ist die nächste Schwierigkeit. Was soll das heißen? Wir müssen nachdenken. Okay, ein Jahr, wissen wir, hat 12 Monate. Das ist ein ganzes Jahr. 6 Monate ist ein halbes Jahr, ist also 0,5. Klar. Dann hat ein Vierteljahr 3 Monate, also 0,25. Und ein Dreivierteljahr dem zufolge 0,75. Das entspricht 9 Monaten. Ah, klar, 9 Monate. Nun hatten wir minus 0,75. Das ist genau die Zeit, die man braucht, um ein Baby zu werden. Okay, das heißt, der Vater und die Mutter hatten sich zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr lieb und waren sehr dicht beieinander. Das ist ja völlig verblüffend. Aber wir hatten ja gesagt, Textaufgaben mit Liebe lösen. Da haben wir es. Sehr super. Ja, da sehen wir Vater und Mutter. Da sehen wir mich. Und das könnte vielleicht meine kleine Schwester sein. Nun können wir das Ergebnis auch noch einsetzen und wir bekommen das Alter der Mutter heraus. Aus Gleichung 1 wissen wir, m ist das gleiche wie k plus 26 und wir setzen k minus 0,75 ein und wir wissen jetzt, die Mutter ist 25,25, also 25 und ein Vierteljahr alt. Also Leute da draußen, keine Angst vor Textaufgaben. Schaut einfach nur, dass ihr sie genau lest und dann gibt es demnächst hier wieder Neues von TeacherX. Macht's gut, tschüss.